mit dem roten Schlüssel wieder heim. Beziehungsweise, ja, was heißt hier? Heim. Er kommt einfach wieder zurück. Jetzt wird es lustig. Denkste. Es wird noch nicht mal so lustig. Beziehungsweise, so interessant. Zack. Seht ihr? Ich musste nur diesen einen Knopf betätigen. Und schon ging das wieder aus. Jetzt schicke ich die Wikinger alle nach vorne. Ah, da haben wir schon das Exit. Na also. Geht doch. Jetzt nur noch die anderen Wikinger rüber schicken. Ah, hahaha. Aber egal. Egal. Ich habe ja direkt hier gesaved, also dürfte das kein Problem sein. Warten, laufen, warten. Ah, ich hätte noch mal warten müssen. Laufen, laufen. So. Das Spiel dürfte übrigens in mindestens... Wie viele Parts hatte ich bisher? Das... ich hab's leider vergessen. Weil, ich achte da nicht so drauf. Aber ich glaube, es waren bisher so 13 Parts vom Spiel. Ihr dürft ungefähr mit nochmal mindestens so vielen Parts rechnen. Dann ist das Spiel nämlich durchgespielt. Ja. Also ungefähr höchstens, sag ich mal, 30 Parts dürft's geben. Dann haben wir es geschafft. Erik, warum hältst du da uns so? Manchmal musst du dich auch ausruhen. Mein Vater war ein Läufer und sein Vater vor ihm auch. Ich wette, du willst sagen, dass du zum Laufen geboren wurdest. Oh Erik, du tust mir leid. Aha, ich komme immer mit den Synchronationsstimmen der drei Wikinger zu durcheinander. Ja. Ach ja, das ist auch was Lustiges. Pass mal auf. Moment. Hep. Da. Um einen Kran zu benutzen, drückst du A zum Betreten oder Verlassen. Ja, dann bewegst du den Magneten nach rechts oder links. Drücke B, um den Magneten an- oder auszuschalten. Okay. Dann nimmst du das hier. Lustiges kleines Gimmick. Und Treffer! Bauarbeiter. Erik verlässt jetzt mal den Raum. Bim, bim, bim. Gibt's hier irgendwas zum Greifen? Da müssen wir wohl erstmal Vorarbeit leisten. Aber wie holt denn das Ding da? Ich probier mal was. Wir lassen ihn es haben. Ja. Nein, hier nichts. Hier lang? Nein. Aber doch sicher da irgendwo? Nein. Egal. Ich weiß erstmal. Und schick erstmal Erik runter. Nein, der muss nicht runter. Das wäre Selbstmord, glaube ich. Aber ich vermute was. Ich glaube, es ging auch, dass ich, genau. Es konnten jetzt auch die Wikinger hochporten. Aber jetzt seht ihr, was ich tun muss. Es muss Olaf sein übrigens, der da hochgeportet wird, weil der kann gleiten.
Ich bin so langsam. Ich muss schneller werden. Moment. Halt, halt! Komm mit! Warum machst du nicht einfach so? Abschalten und hab dann die volle Kontrolle über ihn. Ne? Warum machst du es nicht einfach so? Was? Was hat denn der Schalter bewirkt? Der Strom wird nicht abgeschaltet. Ach, das ist ja nett. Das heißt, ich muss doch den Magneten weiterverwenden. Mal sehen, wie mache ich das? Ich lasse Olaf da runter schweben. Wechsle sofort zu Erik, der den Kran wieder aktiviert. Und somit Erik wieder nach oben holt. Ja, so. Wieder ihn zu uns zurückbringt. Puh, das war fies. Aber ja, damit können eigentlich alle wieder weiter. Oh ja, das ist nett. Pass mal auf. Boing, boing. Boing, boing. So. Hehehe. Müssen ja eh alle nach oben. Ah, schön. Kann man nicht mal... Egal. Während Olaf den ablenkt, kann ja Erik die... den Sinken holen. Hm. Ach du Scheiße, nein. Das ist ja nett. Hm, wie bringst du Olaf jetzt weg? Ging nicht anders. Ich konnte nur... Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ah, schön, schön, schön. So. Ja. Ja. Position bringen. Speichern. Quatsch, nein. Ich hab's ja mal anders gemacht, genau. Ich hab's so gemacht. Genau. Genau. Jetzt hab ich es heraus. Sehr schön. Dann können wir jetzt weiter. Ihr habt gesehen, wen ich zuerst schicken muss. Genau. Ich muss nämlich zuallererst der Olaf nach oben. Aber ihr seht schon, die Rätsel werden anspruchsvoller. Auch für mich selbst. Und trifft er den Pixel? Ja, er hat den Pixel getroffen. Ah, eine Smart Bomb. Perfekt. Die nimmt er jetzt nämlich hier mit. Ich hoffe, das war in Ordnung. Nicht, dass wir die Smart Bomb da oben gebraucht hätten. Nee, das klappt nicht so fest. Irgendwie glaub ich mal. Glauben. Zack. Und zack. Zack und zack. Na toll. Alle meine Wikinger werden da oben perforiert. Nein? Nein?
zum Glück lernen sie nicht, lernen sie sanft.